Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechung Samstag, deinem Community Samstag hier auf dem Kanal der für Fotoschule. Du weißt es, immer Samstag 14:30 Bildbesprechung. Heute wieder mit Michael Ziegern. Danke für die Einladung. Wenn du dich fragst, wieso sieht der Hintergrund so gleich aus? Warum hat der Michael dasselbe Hemd an wie im März und der Frank denselben Pullover? Richtig, wir haben das ein bisschen vorproduziert. Das kommt einmal vor. Warum, weshalb, weswegen? Nach dem Intro. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Michael Ziegern und ich, wir stehen hier heute, nehmen zwei Bildbesprechungen für euch auf. Das ist jetzt die zweite und wir freuen uns natürlich, dass du eingeschaltet hast. Machen wir uns jetzt vor, das ist hier ein Format, was nach wie vor ein paar Tausend jede Woche sehen. Und ich frage mich tatsächlich, wer ist das eigentlich? Mhm. So, insofern, kommentiert doch mal fröhlich und zwar vor allem, welches Foto euch am besten gefallen hat. Denn unser Gesappel hört ihr gleich. Mhm. Und am Ende, wenn ihr es gehört habt, dann kommentiert ihr einfach mal, welches war euer Lieblingsfoto, denn das interessiert uns natürlich auch. Ansonsten, machen wir Fotokurse, Fotoworkshops, Fotoreisen und so weiter. Du weißt es. Michael hat auch noch einen Zweitkanal, der heißt Meine Fotozeit. Ich verlinke den mal hier unter dem Video. Deine Fotozeit. Der heißt Deine Fotozeit. Ja klar. Aber wenn er sagt Deine, ist es ja meine. Also ich war gar nicht so ganz verkehrt damit. Genau. So, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Jetzt gucken wir mal, was an Fotos eingesandt wurde. Ja. Wir starten heute mit einem Foto von Gerd Kjellner und der hat einen Fjord fotografiert. Und zwar ist das ein Sonnenuntergang, wie wir an den EXIF-Daten sehen können. Ein quadratisches Format. Mhm. Michael, was hast du dazu? Ich habe auch mal in Dänemark vor vielen Jahren, hatte ich da einen schönen Angelurlaub gemacht mit meinem Schwibschwager. Ja. Und auch wenn das Bild jetzt ein bisschen übersättigt aussieht, sage ich jetzt einfach mal, weiß ich aber, was er damit ausdrücken möchte. Die Sonnenuntergänge in Dänemark sind wirklich gigantisch. Also wir haben einen großen See gehabt bei uns und ich habe auch das Gefühl, es wirkte wirklich surreal, dass ich so einen farbenfrohen Sonnenuntergang so noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern. Und ich schätze mal, das wollte er damit wohl zum Ausdruck bringen. Michael, hast du deine Tabletten nicht genommen? Oder? Ich meine, gut, du wohnst hier nah am Pott. Mhm. Hier ist natürlich alles grau. Mhm. Man hat schwarze Nasenlöcher abends und so weiter. Also. Ich weiß es. Aber die Wahrheit ist doch, das ist doch nicht so weit weg von meinem Wikinger in Norddeutschland. Da wird dann der Sonnenuntergang nicht anders aussehen als in Norddeutschland. Ich kann es dir nicht sagen. Wir waren an einem See, das war auch ein bisschen nördlich. Ja. Mussee hieß dieser, glaube ich. Ja. Und wie gesagt, da ging die Sonne unter. Und ich habe genau so, wie ich es jetzt hier sehe mit den Farben, habe ich gedacht, wirklich? Das könnte ich nicht. Da würde jeder denken, wenn ich das fotografiere, da hat er doch nachbearbeitet. Ne? Ja, gut. Das ging mir tatsächlich auch immer so bei Namibia-Fotos. Die sahen aus, als wäre die in die Bonbonkiste gefallen. Ja. Die Wahrheit war, das war ein ungesättigtes JPEG aus der Kamera. Mhm. Ja, so ist vielleicht manchmal. Ja. Ich war nur überrascht, dass Dänemark jetzt für Sonnenuntergänge berühmt ist. Aber wenn du da draußen sagst, das ist ganz klar, Frank, du Trottel. In Dänemark gibt es die geilsten Sonnenuntergänge überhaupt. Mhm. Schreib es in die Kommentare, ist doch logisch. So, was haben wir denn? Wir haben unten so ein kleines Ruderboot, so ein Kanu, was so am Ufer liegt. Und dann haben wir so ein paar Ruder oder wahrscheinlich Ruderboote. Meistens Ruderboote, wo du einen Außenborder mit dran packen kannst. Die da so angetaut sind. Ja. Ja, und so einen kleinen Steg. Mhm. Ja. Ist ganz schick. Was ich daran nicht so schön finde, ist, also Gerd, zum einen, wir haben eine schöne Tiefe durch das Ruderboot im Vordergrund. Hat aber auch den Nachteil, dass wir dieses tote Schilfgras da im Vordergrund haben. Und das ist fotografiert im frühen Frühjahr, sehe ich an den EXIF-Daten, nämlich Anfang Februar. Und da ist es natürlich nicht grün. Das heißt, es fehlt natürlich so ein bisschen Farbe im Vordergrund und gleichzeitig sieht dieses tote Gras auch nicht so schick aus, oder? Ja, das stimmt. Im Sommer ist das schon schicker. Oder im Herbst dann, wenn das Schilf so ein bisschen höher steht. Oh, gut. Ja, ansonsten aber schöne Lichtstimmung. Das auf jeden Fall. Mhm. So, Andreas Deja hat wo fotografiert? Könnte Frankfurt sein. Ja, es sieht ganz nach Frankfurt aus. Andreas Deja ist den sehe ich demnächst mal hier bei mir. Bei meiner großen 10K-Party ist er auch dabei. Das Problem ist, die ist nur nach dem Video. Hm? Also, dann war die Party schon vorbei. Aber Andreas, wir grüßen dich ganz herzlich natürlich. Ja, genau. So, wir hoffen, du hattest einen sehr schönen Tag bei Michael. Genau, mit seiner Frau auf jeden Fall. Mhm. So, ja, Frankfurt, in der Tat. Mhm. Eiserner Steg, glaube ich. Ja. Wie findest du diesen Durchblick? Gut eingefasst. Ich wäre vielleicht noch ein bisschen näher rangegangen. Ich hätte das Zentrum noch ein bisschen freier gestellt, vielleicht, sage ich mal. Vielleicht das auch noch ein bisschen mit reingebracht.
Du meinst die Hochhäuser unten, ja, unten links in der, ja, in der zweiten Öffnung. Mhm. Ja, vielleicht. Oder hier vorne, das alte Gebäude, was ja hier hinter jetzt versteckt ist, die alte Kirche. Mhm. Mhm. Also ich finde, man sieht zu viel Vordergrund. Ganz einfach. Vielleicht mal so ausgedrückt. Ja, der ist auch sehr dunkel und sehr unscharf, was eigentlich gar nicht so schlimm wäre. Aber wenn drei Viertel des Bildes unscharf sind, ist halt sehr viel unscharf. Jetzt sagen die natürlich die Klugscheißer hier, die vor dem Fernseher sitzen und sagen, naja, deswegen konzentriert man sich hier so auf die Schärfe im Hintergrund. Ja. Habt ihr recht. Ja? Mhm. Kann ich einen Haken dran machen, aber die Wahrheit ist trotzdem, es ist natürlich sehr viel unscharf im Vordergrund. Mhm. Was hilft da? Vordergrund beleuchten. Mhm. Blitzen. Ah, ist vielleicht nicht die beste Lösung hier, ja, aber einen Reflektor reinhalten vielleicht. Reflektor oder eine weiße Styroporplatte. Genau, ein bisschen Licht auf die Schlösser bringen, würde das Ganze noch ein bisschen schöner machen. Ja, ich stehe jetzt ein bisschen schräge hier wieder zum Bild. Ich auch von der anderen Seite, ich bin gespannt, was du siehst. Das Hochhaus ist nicht gerade, oder kommt mir das vor? Ah, das kann das sein. Das zieht nach rechts weg. Ja, das kann sein, dass es nicht ganz gerade ausgerichtet ist. Ja, das ist doch, auch, doch ist es aber. Naja. Gar nicht mal so, du kommst dort. Jetzt ist aber ja gut, ein bisschen. Ja. Vielleicht einen halben Grad. Halbe Grad. Mhm. Ja, genau. Ja. Wir sind heute wieder päpstlich als der Papst. Mhm. Sonst sind solche natürlichen Rahmen, die ihr irgendwo findet und Durchblick und sowas natürlich eigentlich eine gute Lösung. Ja? Kann man das schöne Sachen mitmachen. Hier ist vielleicht ein bisschen arg viel Unruhe von den ganzen Schlössern. Mhm. So, wir haben noch einen Andreas, und zwar Andreas Schusters. Mhm. Der hat irgendwo eine Düne fotografiert. Ja. Das ist ganz offensichtlich vielleicht auch in Dänemark, oder? Mhm. Sylt oder sowas. Ja. Mhm. Und? Schönen Moment erwischt. Auf jeden Fall. Ja, das mag ich. Das gibt viel Ruhe. Ein bisschen Wind ist auf jeden Fall auch dabei gewesen. Man sieht es ja an den Grashalmen, dass die unterschiedlich in den Richtungen da vom Wind her weggedrückt werden. Ja, die haben so ein bisschen das Kopfkissen-Styling. Ne? Mhm. Und es ist auflandiger Wind auf jeden Fall. Und die Flut kommt langsam. Ne? Also es ist nicht so, dass es ablaufendes, sondern zulaufendes Wasser ist. Mhm. Finde ich schön gemacht. Also die Sonne genau da oben mit diesen Strahlen auch. Also ja, total. So. Total. Ist die Frage, ob ich es vielleicht noch ein bisschen nach rechts gezogen hätte, dass ich noch ein bisschen weniger von der Düne hier, von dem Gras sehe. Vielleicht nur so ein Hauch, sagt mir mein Gefühl. Okay. Ne? Ja. Aber ansonsten... Also unten abschneiden hätte den Nachteil gehabt, dass du mit dem Horizont weiter in die Mitte gekommen bist. Hätte ich nicht getan. Mhm. Vielleicht hättest du eine bessere Stelle im Dünengras finden können. Weil wir haben ja hier diesen, ich nehme an, dass das ein Weg durch die Düne ist, auf dem du stehst. Ein kleiner Trampelpfad. Genau, jetzt muss man dazu sagen, ja, ich weiß, ihr sollt das Dünengras natürlich nicht betreten und noch mehr so Trampelpfade da reintreten. Mhm. Logisch nicht. Mhm. So. Aber wenn du jetzt die Kamera weiter links auf dieses Gras raufgehalten hättest, von dem Weg weiter links, dann würden wir den Weg nicht so sehen. Also das ist das, was mich, dieses kahle Loch unten links, das irritiert mich am meisten an dem ganzen Foto. Ja, aber es ist ja kein vorgegebener Weg, ist der eine Linienführung. Genau, der führt nicht weiter, sondern der verschwindet da in der vermeintlich geschlossenen Grasfläche. Ja, ich weiß auch nicht, ob der Horizont wirklich gerade ist. Oh, Michael, das ist hier sozusagen meistens mein erster Blick, dann sitze ich allerdings oft an einem wesentlich größeren Monitor. Aber der Horizont ist gerade. Das sieht hier gerade aus. Vielleicht durch die Schräge links oben der Düne. Ja. Mhm. Gut. Ansonsten sehr schöne Lichtstimmung. Ja. Wirklich gutes Nordsee-Foto. Clino Palazzo hat uns dieses Foto hier mitgebracht. Ein schwarz-weiß, ich sag mal, Porträt. Porträt-Familienfoto. Ja, genau. Schön gemacht. Tochter wusste, Papa hat die Kamera in der Hand, Mama hat geknutscht. Schön erwischt. Ich hätte es vielleicht noch nicht so intim eng reingemacht. Vielleicht noch ein bisschen ihre Augenbrauen noch zu Ende oder vielleicht das Ohr von der Mutter oder irgendwie so. Also ein bisschen größer gemacht. Aber der Blick ist gut, konzentriert sich. Auf jeden Fall von beiden, muss man sagen. Ja. Von beiden ist der Blick gut, finde ich. Ja. So, weil die Mutter, die sieht genauso aus, wie man sich das dann auch so vorstellen würde. Die knutscht so und dann auf der anderen Seite scheint sie so gerade so noch so zur Seite zu lunzen, ob der jetzt gerade tatsächlich ein Foto gemacht hat oder nicht. Also so wie die Nase daran gedrückt, das ist auch ein Hammer. Ja. Also sehr schönes Foto. Ja. Mit sehr viel Gefühl und sehr viel Geschichte und Story und so. Und schwarz-weiß finde ich auch, passt. Auf jeden Fall. Ja. Für die Technikfetischisten draußen, es wird 50 mm gemacht an MFT, also 100 mm Kleinbild. Mhm. Ja. Es ist relativ hell. Es ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob es richtig schwarz-weiß ist. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte es noch so eine ganz leichte Tonung, aber auf alle Fälle ist es. Das ist so ein bisschen weich auch an manchen Stellen, was dem Bild ganz gut tut, finde ich. Mhm. Aber auf jeden Fall den Fokus, auch von der Blende her, gut, Blende 9, aber ich habe trotzdem das Gefühl, die Augen holst noch mal ein bisschen knackiger raus. Und zwar alle drei sichtbaren Augen. Ja, die sind genau auf einer Ebene. Ja, sehr schön. Ja. So, Gerd Q.
Kedal. Den haben wir doch vorhin schon mal gehabt. Ja. Gerd, von dir sind zwei Fotos hier reingekommen. Mhm. An alle da draußen. Ihr wisst es, das passiert ganz selten aus Versehen. Jetzt ist es mal wieder soweit. Mhm. So, Gerd, wir haben ein weiteres Foto von dir. Ja. Da gucken wir auch gerne nochmal drauf. Wow, aussagekräftig. Ein Gebet, Vater unser, wie auch immer. Ohne Blitz gehe ich mal stark von aus. Musste wahrscheinlich im ISO-Wert ziemlich hoch gehen. Du hast gerade ein bisschen reingezoomt. Ja. Da konnte man Rauschen auf jeden Fall deutlich erkennen. Obwohl ISO, hier ist auf ISO 100, aber das ja, schwer zu sagen, woran das liegt. Ja, nichtsdestotrotz tut es dem Bild ja nichts Schlechtes. Nee, genau. Ne, das, auch hier schön parallel, man sitzt am Rand zu den Linien. Ich weiß nicht, ob man vielleicht hier oben noch ein bisschen von dem Rahmen da noch was haben könnte. Oder wer weiß, vielleicht ist es da oben dann verrottet vom Haus her. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ja, wo das ist und was es ist. Ja, bei der Idealvorstellung hättest du gerne oberhalb des Fensterrahmens noch mehr Luft, ne? Genau. Ja. Ja. So, jetzt komme ich wieder, ne? Ja. Jetzt kommt der Spielverderber. Ja. So, du hast Vater Unser gesagt und ich habe mich gefragt, wie kommt der auf Beten und auf Vater Unser? Ich sehe es jetzt auch, steht im Bildtitel. Als das Bild aufgegangen ist, habe ich gedacht, sag mal, das ist einer ohne Kopf. Wie kann das sein, dass der keinen Kopf hat? Ja. Und deswegen habe ich reingezoomt, das hast du, ich sehe ein bisschen Rauschen, sehe ich auch beim Reinzoomen. Ich sehe aber, dass der Kopf so weit nach vorne geneigt ist, dass man ihn wirklich fast nicht sehen kann. Also ganz leicht oberhalb des Kragens. Mich hat das total verwirrt, dass da jemand kopflos im Schneidersitz sitzt. Ja, ich weiß es. So. Aber vielleicht habe ich das sofort verknüpft mit dem Vater Unser. Deswegen wusste ich, er senkt seinen Kopf nach vorne weg. Genau. Deswegen war für mich klar, ist so. Genau. Und für mich war es eben völlig unklar. Ich habe unter der Prämisse, du weißt nicht, wie er das Bild benannt hat, ist es schon, haben sie da einen Menschen geköpft oder wie auch immer? Ja, das stimmt schon. So, ansonsten ist es natürlich auch so ein bisschen HDR-ig. Ja. Also der Hintergrund, dass du es bestimmt nachbearbeitet, dass das von hinten man überhaupt aus dem Fenster raus was sehen kann, inklusive der Vergitterung und das. Ja, es ist ja auch ohne Blitz gemacht. Und guck mal, wie viel Licht von da reinkommt. Und das wäre klar, dass diese ganzen Seiten und alles im Rahmen. Genau. Vielleicht die Seite noch hell genug, aber hier, das wäre viel dunkler. Und deswegen, glaube ich, sehen wir auch so ein leichtes Rauschen, weil das wird fast ein Scherenschnitt gewesen sein. Das wird sehr dunkel gewesen sein, tippe ich mal hier der Vordergrund. Ja. So, Geschichte ist trotzdem cool. Links sieht es ja so ein bisschen aus, als würde da vielleicht sogar eine Treppe hochgehen oder sowas. Kann ich nur so ein bisschen, kann man nur so ein bisschen erahnen, was da los ist. Ja. Dieses Fenster mit der Vergitterung und diesen eingearbeiteten Intarsien oder wie man das nennt, diesen Strukturen da in dem Holz, das sieht geil aus. Cooles Bild. Ja. So, Hildegard Hertel. Hildegard, du hast auch einen Sonnenuntergang geschickt. Ja. Gut von den Farben her. Ja. Ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber mir fehlt was. Irgendein Highlight, irgendein Ansatz. Es ist eine gute Farbverläufe und alles passt auch, aber du bist der Profi. Was glaubst du, was mir fehlt? Ich glaube, dir fehlt etwas Ruhiges. Und zwar... Der Strand im Vordergrund. Ja, zum Beispiel. Wir gucken natürlich so ein bisschen auf sowas Ähnliches wie Strand. Also die Brandung selber ist ja dahinter. Hier im Vordergrund steht das Wasser ja schon so ein bisschen. Ja, das ist so das Watt oder sowas. Genau, wahrscheinlich ist es auch irgendwie auflaufendes oder ablaufendes Wasser. Ist egal wie rum, da steht halt so ein bisschen Wasser. Aber es fehlt so diese Ruhe im Vordergrund. Also ganz generell fehlt dem Bild meiner Meinung nach Vordergrund. Es hat halt wenig Tiefe. Und dann kommt hinzu, dass dieses Krisselige auf diesen kappeligen, dünnen Wasserschicht im Vordergrund, die das so diagonal durchläuft, das verwirrt mich ganz doll. Also das finde ich irgendwie ganz merkwürdig, dass das so aussieht, wie es aussieht. Ich glaube, der hat wirklich geholfen, sich ein bisschen Dünengras zu suchen, einen Strandkorb, eine Strandhütte in St. Peter oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zur Not selber was ins Bild stellen, jemanden hinstellen, auf eine Möwe warten, irgendwas, was das Bild beruhigt hätte in Form eines Ankerpunktes. Ich glaube, das hätte geholfen. Ja. Hier unten links sieht man aber, das hast du ja öfter auch am Strand, diesen Schaum, der öfter entsteht. Ja, genau. Und dann kann es sein, dass sie gesagt hat, das wollte sie nicht mit drauf haben, weil es eine große Schaumverwehung manchmal geben kann. Und das sieht dann wirklich hässlich aus. Sieht wirkt immer so dreckig, sag ich mal. Auf jeden Fall, ne? Und vielleicht hat sie es deswegen auch so gemacht. Gut, es ist ein Handyfoto, das müssen wir jetzt noch mal schnell dazu sagen, wie ich hier gerade aus den Exif-Daten sehe, wo ich da so rüber gucke. Ich habe mich gerade gefragt, wie kann der Linsenhersteller Apple heißen? Ach ja, da war das stimmt, die haben ja auch so Dinge eingebaut in ihre Telefone. So, und Hildegard, ich habe das hier lange nicht gesagt, aber du musst jetzt leider ganz kurz dafür herhalten. Hört auf mit diesen hässlichen Wasserzeichen, besonders so unsinnigen da unten am Rand, die sowieso jeder abschneidet, der das Bild klauen möchte. Und warum sollte er das klauen? Also das macht das Bild hier richtig, in diesem Fall richtig kaputt. Ach, du machst hier unten das. Ja, genau. So. Kirstin Schätz war, ich habe so eine Vermutung, Kirstin, weil ich ja so ein bisschen sehe in Social Media, was du tust. Ich nehme an, du warst in Schweden.
Ich mutmaße mal nur. Vielleicht war es auch irgendwo ganz woanders, ist egal. Mhm. Es sieht auf alle Fälle ja sehr verträumt aus, muss man sagen. Ja. Schon fast wie in der Videografie gibt es ja diese Mistfilter oder wie sie heißen. Ja. Was mich wundert, dass das hier so am Rand mehr auftaucht und in der Mitte nicht so ein bisschen klarer ist. Ja. Kann auch nur so ein Empfinden sein. Trotzdem gut gemacht, auf jeden Fall. Schöner Sonnenaufgang irgendwo im Moor. Im Herbst, oder? Ja, ist im Herbst. Mitte September. Mhm. Irgendwo so ein bisschen moorig, sage ich mal, sieht das aus. Ein bisschen Moorgras unten, ein bisschen so Sumpfgras. Ja. Die Sonne knallt eben nicht oben durch. Mhm. Und das, was du meinst, ist, es sieht so ein bisschen aus, als wäre es mit einem Dunst-Hinzufügen-Filter vignettiert. Vignettiert, ganz genau. Genau. Mhm. Das kommt mir auch so, sieht für mich auch so ein bisschen so aus. Aber kann auch einfach sein, dass unten, dass einfach dadurch, dass es hier dunkel ist, dass der Bereich unten in der Mitte dunkler ist und ein bisschen dichter dran. Ja. Alleine das kann dafür sorgen, dass da ein bisschen mehr Klarheit ist. Ja, ich meine, Trauma wäre, wenn jetzt hier auch an der Seite noch so ein Elch stehen würde, der gerade so ein bisschen vom Wasser nippelt. Ja, das na klar, natürlich auf jeden Fall. Da kann ich mir sehr schöne Sachen vorstellen. Also so V-förmige Gänse, Wildgänse, die da oben entlang fliegen. Aber es ist schon so ein bisschen so ein mystisches, verträumtes, malerisches Bild. Da, ja, ich auch. Schön gemacht. Sehr gutes Foto. Mhm. Also hat sich das Aufstehen auf jeden Fall gelohnt. Ja. Schreib mal, wo es fotografiert ist. So, von Martin Blank haben wir ein, ich nehme mal ein Bahnhofsfoto. Mhm. Ohne, dass man den Bahnhof sehen kann. Aber wer schreibt sonst schon schönen Brunnen an seine Hauswand? Mhm, genau. Ja, da haben wir bestimmt was zu sagen. Wie gefällt dir das, Michael? Ich finde es cool. Auf jeden Fall. Also mal abgesehen von den ganzen Linien, dass da alles passte. Typische Street-Fotografie, eine Person, die mit sich oder dem Handy beschäftigt ist, locker angelehnt, die Bank im Zentrum. Ja. Also irgendwie passt hier alles. Ja, ja, einfach unfassbar gut. Ja. Also Martin, ob du das gesehen hast spontan oder da Ewigkeiten gewartet hast oder was immer du da getan hast, ein wahnsinnig gutes Foto. Mhm. Also tolle Ausrichtung, tolle grafische Gestaltung, gute Belichtung, gute Schärfe, gute Geschichte, schöne Symmetrie, schön mit der Bank und dem Typen, der da so abseits der Bank steht und auch ziemlich genau in der Mitte des Rahmens steht er da, der da gebildet wird. Ja. Nicht hinter der Säule, was dann leicht passieren kann und so. Richtig. Und vor allem, ich sag mal, auch wenn er sich vielleicht wollte er das mit der Person ja gar nicht haben. Ja, ja, ja. Vielleicht sagt er, ich möchte das gerne so haben, sieht toll aus und ärgert sich vielleicht, oh, kann der Typ nicht verschwinden. Aber genau, der Typ macht es jetzt wieder aus. Der ist mega. Ja, und weißt du, was auch noch ein Zufall ist? Da ist doch hier so eine Fuge da hinten in der Wand. Ja. Und die ist genau in der Höhe, wo seine Hose unten und sein Oberkörper oben ist. Das wird jetzt gleich wie bei so einem guten Zauberer gleich zersägt. Genau. Jetzt könnte man theoretisch da unten noch so einen Rock dran machen. Dann, ne? Oh, da könnte man alles Mögliche, da könnte man alles Mögliche noch machen. Aber ich finde, es ist gut so, wie es ist. Richtig. Auch mit dem Schatten hier oben, mit dem Farbverlauf. Also, ja, richtig. Tolles Foto. Ja. Das gehört auf alle Fälle irgendwo hin. Also gezeigt. Ja. Unbedingt zeigen. Ja. So, dann haben wir von Michael Schröder ein Pferdeporträt. Und zwar irgendwo in der Box fotografiert, also das Pferd steht in der Box ganz offensichtlich, hält seinen Kopf raus aus der Stallung und damit fällt Licht auf den Kopf. Das heißt überhaupt nicht, dass das Pferd ein Schimmel ist. Ich glaube ganz im Gegenteil, ich glaube, das Pferd ist gar kein Schimmel. Mhm. Es ist mit Blitz gemacht worden, steht da irgendwas in dem Exif? Das ist immer sehr schwer zu sehen. Blitz Lichtquelle unbekannt. Also das kann ich nicht sagen, aber ich glaube es eigentlich nicht. Wenn ich mir das Bild angucke, sieht es mir nicht nach Blitz aus. Ja. Also natürliches Licht, wahrscheinlich Gatter aufgehabt und dann ist genau da das Gatter, wo es rauskommt. Ja. Gehe davon aus, weil das ja extrem dunkel am Rand ist, dass er das noch als Vignette noch ein bisschen noch verdunkelt. Kann sein, kann sein, klar. Ja. Ja. Schade, dass die Haare da so ein bisschen übers Auge sind. Ich mag das gerne bei den Pferden, wenn man das Gesicht oder die Augen dann noch gut erkennen kann. Das ist ein bisschen unruhig hier über dem Auge. Ja, du meinst sozusagen die Mähne von uns aus gesehen links über dem Auge. Genau. Das rechte Auge ist ja gar nicht zu sehen. Nee, das muss ich auch nicht. Da gucken wir allerdings auch irgendwas hinten raus, was ich, wenn ich mal reinzoomen muss, um das ein bisschen besser sehen zu können in dem Monteur. Okay, da guckt, das sind die Wimpern, die da so viel Licht bekommen haben. Ja. Ich glaube, es ist auch nicht mehr das jüngste Pferd. Kann sein. So, aber wie auch immer, ich wette, die oder Pferdebesitzerin oder der Pferdebesitzer hat sich wie sonst was gefreut über dieses Foto. Das ist wirklich ein schönes Foto von dem Pferd. Gut, wie das Licht auf den Ohren ist,
dieses leichte, ich sag mal, Streiflicht von hinten, das seht ihr ja schön am Hals. Mhm. Ne? Wenn ihr mal guckt, wo kommt das Licht eigentlich her? Ja. Braucht nur auf den Pferdehals gucken da unten. Mhm. Das Licht kommt also von hinten, genau. Schräg. Und das sorgt natürlich für diese vielen Strukturen, dass wir die Adern so sehen und die Vertiefungen und die Nüstern so rauskommen und die Haare alle so angeleuchtet sind. Ja. Mhm. Schönes Licht. Ja, Pferd. Gefällt mir sehr gut. So, last but not least haben wir von Romer Meyer ein Foto von dem meist fotografierten Motiv in Europa. Aha. Mont Saint-Michel an der französischen Normandie-Küste. Aha. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Echt nicht? Ich sag mal, so wahrscheinlich noch nicht. Ach so. Mhm. Gut. Sieht cool aus. Ich weiß nicht, ob Schwarz-Weiß die beste Lösung war. Ja, bezweifle ich hier auch tatsächlich. Hätte ich mir in Farbe vielleicht mehr gewünscht. Ich weiß nicht, warum. Es ist, Schwarz-Weiß funktioniert sehr, sehr oft und sehr, sehr gut. Aber ich glaube, in diesem Falle hätte ich mir wirklich mal Farbe gewünscht. Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Also, das ist nicht das beste Schwarz-Weiß hier. Und ich versuche mal zu begründen, warum. Schwarz ist keine Farbe, sondern ein Helligkeitswert. Mhm. Und Schwarz ist ein sehr wichtiger Helligkeitswert im Bild, nämlich der für den Kontrast des Bildes verantwortlich ist. Haben wir eben bei Michaels Foto gesehen. Sehr viel Schwarzanteil, sehr dunkles Schwarz. Also wirkliches Schwarz, richtig Schwarz. Bild sieht kontrastreich aus. Mhm. Hier haben wir auch ein bisschen Schwarz. Das ist aber dummerweise an Stellen, wo es nicht so sein, besser nicht wäre. Nämlich rechts auf diesem aufgeschütteten Wall ist so ein bisschen sehr dunkel und links am Bildrand ist dunkel. Aber Mont Saint-Michel, also die Felseninsel im Hintergrund, die liegt halt total im Dunst und ist gerade mal so im mittleren Graubereich. Genau. Und ich glaube, das die hätte ich mir schwarz gewünscht. Ja, genau. Und ich glaube, da liegt das Problem. Wenn die jetzt gute Mikrokontraste kriegen würde, wäre es wieder irgendwie okay. Aber so sagt unser Auge, wo ist die Farbe hin? Wahrscheinlich gab es wenig Farbe, wenn ich mir die Stimmung angucke, weil da ist ja sehr viel so Dunst. Nebel, Dunst oder Gischt oder irgendwas den Felsklotz drumherum. Ja. Und der lässt mich vermuten, dass es ein trüber, nicht so guter Tag gewesen ist. Ja. Das im Vordergrund ist ja ein Priel oder irgend sowas. Ja, genau, aber da merkst du bei dem Priel hier auf dieser Seite, das konzentriert sich halt durch dieses, durch dieses Satte, sag ich mal, eben da drauf. Ne? Genau. Ja. So. Und deswegen ist der Aufnahmestandpunkt ist ein ganz guter, finde ich, für den Haufen Steine. Mhm. Sowohl natürliche Steine als auch raufgemauerte im Mittelalter. Aber und die Bildaufteilung ist auch toll. Mhm. Ja, das müsste jetzt ein bisschen Liebe bekommen in Lightroom oder besser in Photoshop, glaube ich. Müsste man da mal so ein bisschen mit so einem Pinselchen ein bisschen nacharbeiten. Hier maskieren und Dunst entfernen darf. Ja, zum Beispiel. Ein bisschen Kontrast reinbringen. Genau, sowas würde alles helfen. Ja. Mhm. Ja. Ansonsten aber richtig gute Perspektive auf Saint-Michel. Machen wir uns jetzt vor. Wirklich gut. Ich kannte das Bild vorher. Ich kenne das gar nicht. Ich zeige dir gleich mal ein paar Fotos. Ja, das dann wirst du sagen, habe ich das schon dann mal gesehen. Dann weiß ich, wo meine nächste Reise mit dir hingeht. Das ist sozusagen so ein bisschen so wie mit dem Schlösschen in Euro Disney Paris. Ich glaube, das ist davon inspiriert. Ich glaube, wir haben vor kurzem in einer deiner Videos gesagt, Achtung, Disney ist inspiriert von Uschkuli und Svanetien. Ganz genau. Georgien. Und Euro Disney Paris ist davon inspiriert. Von diesem Schloss. Lieber nicht drauf. So, wenn ihr uns weiter sammeln hören wollt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mhm. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen auf alle Fälle. Ja. Ihr schreibt, wie gesagt, mal in die Kommentare, welches Foto euch am besten gefallen hat. Vielleicht haben wir auch irgendwo ganz falsch gelegen und die sagt, das Foto ist so grandios und ihr habt gesagt, das ist so einigermaßen. Oder da haben die gesagt, das ist so ein tolles Foto, hier, ich sag mal, Bahnhof. Und in Wahrheit ist das doch alles nur in Photoshop zusammenkompost. Schreibt uns einfach. Ist alles gut. Wir sind kritikfähig, glaube ich. Genau. Wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Ja. Geht raus fotografieren, wo immer es möglich ist. Und ihr wisst es ja, immer schöner denken. Wir zwei und ihr, wir sehen uns wieder. Macht's gut und auf bald. Tschüss. Tschüss.